Jo, Freunde, herzlich willkommen in einer neuen Folge Minecraft Ender Games auf meinem Kanal. Und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, ist zwar schon eine Weile her, aber es kam ein Balancing Update zu Ender Games raus und da wurden extrem viele Kids gebufft, genervt und manche auch nicht, gar nicht verändert. Aber jedenfalls habe ich jetzt einfach gedacht, jetzt wo sich Ender Games so groß gewandelt hat, weil echt, es hat sich extrem krass gewandelt, werde ich doch einfach mal eine Kids-Serie machen, wo ich zuerst alle Kids zeige, außer die Starter-Kids, die gebufft wurden. Dann die genervt wurden und anschließend die ganz normal geblieben sind. Also die das Kit geblieben sind, das es schon immer gab. Und ja, ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. Auf jeden Fall sind wir mit dem ersten Kit... Lol, der hat einfach erst Schaden bekommen. Ach so, wegen dem... Der Spartner wirft schon mit Slimes herum. Naja, und zwar... Alter, Langsamkeit 3 ist ja über OP. Und zwar habt ihr es ja sicher mitbekommen, dass über dieses Update, da wurden ja so viele Kits verändert und wird gebufft, genervt und ja, deswegen habe ich jetzt kurzzeitig geschlossen, ey, ich mache jetzt eine Kids-Serie und da werde ich dann mal alle Kids vorzeigen und mal gucken, vielleicht fokussiert sich ja auch ein neues Lieblingskit raus, weil mein Lieblingskit, Katze und Angsthase, ja, habt ihr sicher mitbekommen, die sind gebufft worden, genervt, meinte ich. Nein, natürlich. Sie wurden leider genervt und sind leider schwächer geworden. Sehr viel schwächer, meiner Meinung nach sogar nutzlos geworden. Finde ich schade, das ist sowas wie beim Enterhaken gewesen, dass das Kit einfach nicht nur ein bisschen gebufft wurde, sondern todesgebufft. Weißt du, beim Enterhaken, der kann auch nichts mehr seit dem Buff. Das ist einfach schade, dass es so weit kommen musste. Aber da kann man leider nichts machen. Und hui. Da haben wir ja Schönes. So, und... So, zack. Da haben wir den ersten. Da haben wir auch schon mal gleich die Stärke gesehen von dem Schinken-Kit. Und zwar kann man sehr schnell die Kills machen, weil es nun mal ein... Weil man halt... Ja. Oh nein. Oh Gott, da ist kein Gegner zum Glück. Und dann werde ich doch mal gleich sagen, so was die Stärken von den Kids, verschiedenen Kids sind. War das eigentlich gerade eben ein Hacker? Ich weiß nicht. Jedenfalls, jetzt mal kommen wir mal zum Kit. Jo, hallo, renn doch nicht weg, ich will dich töten. Kommen wir zum Kit Schinken. Das Schinken-Kit bekommt, wenn es den Schinken frisst, einen ziemlich krassen Buff. Und zwar, eine Druckplatte. Eine Steindruckplatte, aber... Okay, die hat keine Auswirkungen, wenn ich sie benutze. Schade. Und zwar kann es, wenn es dieses Dings ist, den Schinken, dann kriegt es ein paar Effekte dazu. Und damit kommen wir erstmal zur Geschichte des Schinken-Kits. Der Schinken-Kit war eines der ersten Kits, die es in Ender Games gab. Das Kit kam, ja, als Ender Games rauskam, gab es das Schinken-Kit. So, ja klar. Was hat denn der Slime gegen mich, Mann? So, komm mal her, du. So, jetzt hat gerade, warum hat mein iPod geblinkt? Das ist ja nicht so schön. Auf jeden Fall bekommt es, war es eines der ersten Kits, die es auf dem GommeHD.net Server gab. Und das Kit konnte damals hatte damals gerade mal was es konnte. Und das war's. Es konnte nur eine Sache. Und das war, dass es, jetzt habe ich den Kontext verloren. Genau. Man hatte keinen Hunger. Man hat kein Hungerproblem gehabt, weil man konnte den Fisch wie den Schinken, wie ich ihn jetzt gerade vorhin gegessen habe, kann man ihn einfach zu sich nehmen. Und das war damals, das ist natürlich klar, da denken sich die Leute, hä? Was für ein Schrott? Braucht man doch nicht. Was ist denn das? Das ist ja unnötiges Kit. Und ja, deswegen wurde das Kit auch nicht gespielt. Bis dann irgendwann mal so, ich glaube, 2014 gab es dann einen Buff für das Kit. Da wurde dann nämlich dem Kit, wenn man den Schinken gefressen hat, gab es für 10 Sekunden Effekte. Und diese Effekte hatten es echt in sich. Und zwar war das einmal... Oh Mann! Hast du es dann nochmal? So. Ey, der Typ spielt halt die ganze Zeit... Spammt die ganze Zeit mit dem Bogen oder was? Ey, der hat nichts Besseres zu tun. So. Und tot ist er. So. Und zwar war es so, dass dieses Schinken-Kit dann irgendwann diese Effekte bekommen hat.
Und es waren Stärke 1, Resistenz 2 und noch irgendein Resistenz 2, Speed 1 und sowas. Und diese Effekte waren einfach so hart overpowered. Also das war nicht mehr normal, wie stark diese Effekte waren. Du hattest keine Chance gegen einen. Du hattest gegen den Schinken-Kit damals gar keine Chance. Keine einzige. Wirklich keine Chance. Weil dieses Kit, du hast Leute one-hitten können. Du hast sie einfach ge-one-hitten, verdammt. Und das war sowas von OP, dass das Gommeteam dachte irgendwann so, okay, Leute, wir haben es ein bisschen übertrieben. Wir buffen mal das. Wir machen das Kit ein bisschen schwächer. Neben ihm seine neben ihm alle Effekte werden um 50% runtergesetzt und die Zeit wird auf 5 Sekunden runtergesetzt. Dann haben sie es jetzt. Danach war es einfach ein gutes Kit, aber mehr auch nicht. Und dann kam das, was ich nicht verstanden habe. Und zwar meinten sie, dass sie das Kit buffen müssen. Also nochmal verstärken. Und das war eine Sache, die habe ich nicht ganz verstanden. Weil das Kit konnte doch eigentlich was. Und das war so eine. Da war ein Regitrank, Mann. Ich brauch den. Alles klar. Okay. Ja, ey, was ist denn mit dem los gewesen, Mann? Wie konnte der denn hitten? Auf jeden Fall wurde es. Ach, schade, ist es schon wieder weg. Auf jeden Fall wurde das Kit jetzt wieder gebufft. Und zwar wurden alle Effekte eine Sekunde länger gemacht. Ich weiß ja nicht, eine Sekunde länger, das ist natürlich nicht so viel, aber es ist immerhin schon eine. Es ist schon was. Also den ganzen Effekt. Eine ganze Stunde länger zu machen. Also eine ganze Minute. Eine ganze Sekunde. Verdammt! Laber doch nicht so ein Schwachschmalle. Eine ganze Sekunde länger zu machen. Ist zwar nicht viel, aber es ist trotzdem immerhin was. Und deswegen. Ich verstehe den Buff nicht, weil dieses Kit war eigentlich ziemlich stark. Und ich hatte nie was gegen dieses Kit. Und deswegen verstehe ich den Buff nicht so ganz. Und ich renne jetzt erstmal eine Weile weg. Damit ich Hunger bekomme. Und okay, das ist ein Angsthase. Ey. Oh. Ich hit aber ganz schlecht gerade. Und GG. Huh, das war ein Sonic. Ach du Scheiße. Puh. GG. Und ja, jetzt ist das Kit halt so, wie es ist. Und das war nicht schlecht, die Runde. Puh. Das war eine echt krasse Runde. Puh, puh, puh. 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 Alter, mein Herz. Das war. Da sieht man dann auch, was dieses Kit. Oh, verpisst euch doch, Alter, diese Bots. Wie schlimm ist es eigentlich momentan auf Gommelt? Diese Bots, haben die euch schon angeschrieben? Mich schreiben sie andauernd an. Weil wieso kriegt das Gommelt.net nicht in den Griff? Aber naja. Auf jeden Fall nicht schlimm. Ich würde sagen, da die Runde nicht lange gedauert hat, gehe ich gerade in die nächste Runde und werde mal das nächste Kit, das gebufft wurde, reinmachen. Und das nächste Kit, das wäre der Bomber, der gebufft wurde. Gucken wir uns doch mal schnell an, was der Bomber kann. Er kann durch Explosionen keinen Schaden bekommen. Beim Töten von Spielern oder Mobs hinterlassen diese eine Explosion. Der TNT explodiert beim Setzen sofort. Also nicht sofort, sondern zünden erst so langsam. Aber das Meditieren, also dieses Kit, ist echt lustig, Mann. Und das kenne ich auch nur schon. Also wir haben gerade eben das Schinken-Kit gesehen. Das war echt, das ist ordentlich, das Kit. Also es ist echt stark, aber ich würde es auch wieder nicht als überragend hinstellen. Und seit dem Buff, ich frage mich jetzt, warte, wo ist denn Katze? Weniger falsch an, nee. Ich frage mich jetzt wirklich, welches Kit ich jetzt nehmen soll, will. Speed war echt geil, ein geiles Kit. Zwar, der Endhaken wurde wieder gebufft, ne? Habt ihr mitbekommen? Vielleicht, das frage ich mich echt, aber Endhaken ist halt nicht mehr das, was er mal war. 4 Sekunden Cooldown ist einfach zu viel. Aber jetzt geht's um das Bomber-Kit. Was kann das Bomber-Kit, was kann das halt? Wie gesagt, es ist richtig lustig, weil wenn man ein Tier, das One-Hit hat, bei sich, hat und es ist bei sich, was rede ich da? Dann kann man mit diesem Kit einfach den Gegner in die Luft jagen. Ja? Und das ist echt mega stark, weil das ist wirklich so stark wie eine TNT-Explosion. Und das hat es echt in sich. Und deswegen. Springen wir auf den Berg hoch, aber durch den Port habe ich leider keine Ahnung, wo genau wir hin sind. Und ja, ich dachte gerade so,
Ich hatte gerade tatsächlich den Gedanken, mich mit TNT hochzustecken, aber es funktioniert nicht, wenn das TNT sofort gezündet wird. Also mit TNT verhält sich so wie in QSG. Ich kann es setzen und es explodiert. Warte, ich kann sogar schneller den Baum abbauen. So. So hier, und jetzt habe ich das Holz, perfekt. Und dann, so kann ich richtig schnell den Berg, einfach mal das Holz abbauen. Nice Sache auf jeden Fall. Und jetzt gucken wir doch mal, jetzt zeige ich euch mal. Hallo Hühnchen. Genau, das macht's dann. Wow, das Huhn war da und das Schaf hat's dort getötet. Ach du Scheiße. Ah, ein Holzfäller. Guten Tag. Ah, auf jeden Fall krass. Wenn es mit allen Videos so läuft, dann kann ich wirklich 2 Kids pro Video vorstellen. Das wäre ja richtig krass. Okay, der macht das nicht wirklich, oder? So, da haben wir den gekillt. So, und der ist jetzt auch tot. Perfekt. Da haben wir sie alle in die Luft gejagt. Und, hui, wo ist denn der Gegner? So, dann gehen wir zum nächsten Gegner. Uiuiui. Wenn er auf mich zukommt, dann jage ich das Schaf in die Luft. Naja, muss ich doch nicht mehr machen, weil das hat sich gerade erledigt, weil ich wurde geportet. So. Kommt er auf mich zu? Nee. Aber dieser Schafe, Mann, das ist mega geil, Mann. Das ist die geilste Map für dieses Kit. Weil so viele Schafe, ey. Das macht's richtig gut für mich. Aber er rennt weg. Er hat keinen Bock zu fighten. Das ist ein Holzfäller. Und stirb. Bam, in die Luft gejagt. Perfekt. Das ist natürlich immer ein stylischer Kill, Mann. Wenn man die einfach in die Luft jagen kann. Habe ich schon was zur Geschichte des Bombers erzählt? Nee, habe ich noch nicht. Das Bomber? Bomber war früher eins der... Stimmt. Jetzt fällt mir was ein zum Bomber. Das war früher eins der beliebtesten Kits, weil es hat auf eine Ultradistanz Leute getötet. Da musste man früher richtig aufpassen mit dem Bomber-Kit, dass wenn da jemand so komisch vor einem Tier stand, du durftest nicht auf den zurennen. Wenn der Bomber war, der hat ja auf Distanz ihn getötet, das war unnormal. Also das war nicht mehr normal, wie stark dieses Kit damals war. Das haben sie natürlich dann auch irgendwann mal gebufft, aber es ist immer noch meiner Meinung nach ein solides Kit. Echt jetzt? Ich habe doch gerade gecraftet, Mann. Dafür mache ich mir jetzt eine Goldrüstung, eine komplette. Und so. Und deswegen früher war das echt ein gefürchtetes Kit. Weil es war wirklich stark. Es war ein stronges Kit. Und das einfach wegen diesem Tier töten. So. Aber immerhin, der Tausch war nicht schlecht. Er hat sein Gold getauscht. Er hat mein Eisen genommen, ich habe sein Gold genommen. Also kein schlechter Tausch. Und das wurde dann irgendwann mal gebufft, dass die Explosionsrange nicht so hoch ist. Aber Schaden macht sie immer noch. Mir gefällt das Kit auf jeden Fall. Viel wird es nicht gesehen, aber schwach ist es auf jeden Fall nicht. Also das kann ich euch schon mal sagen. Es ist kein schwaches Kit. So, hier eine Enderperle. Immer sehr nützlich. Oh, überall Holzfäller. So. Oh mein Gott, ich renne lieber weg. Und ja, Mann, habt ihr es gesehen, Mann, wie ich dem Schaden gemacht habe durch dieses Kit? Oh mein Gott, war das geil. Oh, so, wie geil war das denn bitte? Das war richtig geil. Das war richtig genial. Da habt ihr es gesehen. Das Bomber-Kit ist auf jeden Fall kein schwaches Kit, Mann. Das ist nicht schwach, dieses Kit. Dieses Kit hat richtig Stil, Mann. Das hat Stil, dieses Kit. Es hat wirklich Stil. Und da haben wir 8 Eisen. Perfekt. Mit den 8 Eisen machen wir uns jetzt noch schnell Schuhe. Und dann rennen wir noch schnell da durch, um das Gold aufzusammeln. Mann, wie geil war das denn? Wie geil war der Kill denn bitte? Der war legendary, ey. Der rennt da einfach mit seiner Rüstung durch. Und ich dachte, ich sterbe. Und ich habe jetzt noch 19 TNT. Oh mein Gott, wie geil war das denn? Können wir 2 Win-Rounds machen? Schaffen hintereinander. Das wäre richtig geil. Das schaffen wir. Komm. Ab zum nächsten
Kit, haben wir eine Angel? Perfekt. Und dann können wir nämlich ins TNT reinboosten, wenn wir das legen. Auf jeden Fall mega geil. Oh mein Gott, war das eine geile. War das, das war der Kill. Das war ein Kill, Mann. Dieser, da seht ihr dieses Bomber-Kit, es ist nicht abgeschrieben. Es ist immer noch stark. Und dadurch, dass es jetzt noch mehr TNT hat, kann man am Anfang noch viel mehr Spaß haben damit. Yeah, Mann. Ich bin gerade so gehypt auf diesen Kill. Vorhin gerade eben. Da ist ein Slime. Und da haben wir ihn gehittet. Und ich glaube, wir haben ihn richtig gezogen. Mann, wir haben ihn richtig gezogen. Bam, Alter. GG. Woo. Jawohl. Alter. Diese Runden. Mann, ich würde zu gerne sehen, wie viele Herzen ich dem gezogen habe. Alter. Richtig geil. Richtig geil. Leute, wenn euch diese beiden Runden gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Was haltet ihr von der Kit-Serie? Wollt ihr auf jeden Fall mehr sehen? Ich werde diese Kit-Serie jetzt jeden Tag bringen. Jeden Tag ein oder zwei Kits vorstellen. Mal gucken, wie es sich lohnt. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Schmaluten.